Ist die Figur des skrupellosen Gangsters dazu da, die Verlogenheit der Gesellschaft anzuprangern? Machen wir uns doch ein Bets. Zu Jahresbeginn erleben wir einen wahren Aufmarsch an Bad Boys. Von Oldschool-Gangstern in Ben Afflecks neuestem Film Live by Night. You had to be strong enough to make your own. Über französische Schurken in Karine Dridis neuestem Werk Schuf. Bis hin zu ihren japanischen Kollegen in dem Videospiel Yakuza Zero. Stellt sich die Frage, woher kommt die ewige Faszination der Figur des Gangsters, der schon so lange sein Unwesen in Film, Musik und Videospielen treibt? Inspirationsquelle für all diese Open-World-Spiele mit Mafia und Gangstern oder für GTA ist Scarface, das Remake von Brian De Palma nach dem Drehbuch von Oliver Stone. Vor allem was den Plot und die Empfindungen beim Spiel angeht, verleiht die Vorlage den Open-World-Spielen das gewisse Etwas. Zum Beispiel wurde die Musik, die bei GTA 3 beim Autofahren im Radio läuft, eindeutig von Scarface übernommen. En bagnole, quand t'avais la musique de Scarface. Tony Montana ist zu einer Schlüsselfigur der Straßenkultur und der Rapmusik geworden. Kaum zu glauben, dass Scarface Anfang der 80er Jahre eher umstritten war, denn der Film ist genauso ambivalent wie seine Zeit. Der Film ist ein direktes Abbild seiner Zeit. Einerseits lehnte man damals das dreckige, dunkle ab, aber andererseits galt genau das als cool und modern. Und ein Film wie Scarface zeigte, ja, da stinkt etwas. You are who you are. No point arguing with yourself about it. Das Ambivalente an der Figur des Gangsters ist also, dass sie einerseits für ein spannendes, selbstbestimmtes Leben steht und andererseits für eine Gesellschaftskritik. Und genau das macht sie so attraktiv für Filmemacher und Drehbuchautoren, die eine politische Botschaft zu verkünden haben. Ich hatte Lust, einen Film zu machen, der ein breites Publikum erreicht und ein bestimmtes Genre bedient. Aber gleichzeitig sollte er auch eine gewisse Tiefe haben. Der Film ist stilistisch so angelegt, dass er die Jugendlichen in den Banlieues anspricht. Konkret, Schwarze und Araber, die aus sehr armen Verhältnissen kommen. Was mögen sie? Sie mögen Gangsterfilme. Und vor allem Filme, in denen sie sich repräsentiert fühlen. Sich repräsentiert fühlen. Represent, wie es im Hip-Hop-Jargon heißt. Die Gangsterfigur wirkt authentisch. Gewalt wird weder idealisiert noch verteufelt, sondern symbolisiert eine gewisse Energie. Aber geht es nur darum, dass der Gangster diese Energie hemmungslos auslebt? Oder steckt doch eine Moral dahinter? Einwanderer, Verbrechen, Reichtum sind die Themen der amerikanischen Gangster-Stories. Der Gangster ist ein Outlaw und Einzelkämpfer. Aber sobald wir den Kontinent wechseln, one ticket to Tokyo, please. Löst sich das Individuum in der Gruppe auf. Man denke nur an die beinahe mittelalterliche Hierarchie japanischer Verbrecherbanden.
In den japanischen Gangsterfilmen der 60er und 70er Jahre von Seijun Suzuki oder Kinji Fukasaku dreht sich alles um den Ehrenkodex der Yakuza. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem einsamen Gangster, der seinen besten Freund tötet, weil der mit seiner Schwester geschlafen hat, wie in Scarface, und den Yakuza, die sich ihren Platz in der Gang nach und nach verdienen müssen. Dahinter steckt die Idee einer gesellschaftlichen Ordnung, die das Leben im Wohnviertel organisiert, die laufenden Geschäfte regelt, dafür sorgt, dass die Karaoke-Bars laufen und so weiter. Es geht also darum, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden und ein guter Soldat zu sein. Ein Ritter, der seinem Herrn dient. Der Gangster im Westen folgt eher der Logik der antiken Tragödie. Er versucht, sich über die Gemeinschaft zu erheben und bezahlt dafür einen hohen Preis. Hey, remember me? Benny Blanco from the Bronx? Carlito's Way ist eine Tragödie. Ähnliche Elemente finden sich auch bei Scorsese. Von Coppola oder Der Pate ganz zu schweigen. Und auch Schuf ist voll davon. Das hat auch viel mit der Stadt Marseille als Drehort zu tun, denn dieses Ambiente, diese Kulisse hat eine ganz eigene Energie. Schon der Original-Scarface-Film aus dem Jahr 1932 nutzte Elemente der antiken Tragödie. Die Gangster in Howard Hawks Version benehmen sich wie unreife Kinder, die gar nicht realisieren, was für ein Leid sie anrichten. But many religious figures were unhappy with the power and influence that this unholy industry now exerted. Trotz dieser subtilen moralischen Botschaft löste der Film einen Riesenskandal aus. Trauriges Ergebnis ist der sogenannte Hays Code, der das Hollywood-Kino der 30er Jahre sauber halten sollte. Respect for law. Respect for every religion, respect for every race and respect for every nation. Es gibt zwei Arten von Gangsterfilmen. Einerseits Filme wie Der Pate, die sehr erfolgreich sind, weil diese Familienstory bereits etabliert ist. Da gibt es den jungen Migranten mit seiner Knarre, der seine eigenen Gesetze macht, sich mit dem Staat anlegt und das Establishment vorführt, das sich durch ihn angegriffen fühlt. Diese Filme, die auf dem Scarface-Original basieren, sind moralisch. Auch wenn das Establishment das gar nicht realisiert. Ob die Yakuza nun einen fehlgeleiteten Ehrenkodex oder Tony Montana und Nico Bellic den gescheiterten amerikanischen Traum anprangern. Der Gangster stellt die Ideologie seines Landes in Frage und scheint die einzige tragische Figur zu sein, die dem Frust, der Wut und der Hoffnung der Armen und Gescheiterten eine Stimme verleiht. Jimmy. What's up? Did I hit something? What the fuck is that? So wird der skrupellose Gangster nicht selten selbst von moralischen Zweifeln geplagt und allzu oft zu Fall gebracht. Denn die Wut und Empörung, die er provoziert, bringen die Verlogenheit und Gewalt der herrschenden sozialen Klasse zum Vorschein. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. You wanna fudge with me? You fudge you the best. Wanna play with? Say hello to my little friend. Take that, you cockroaches.